Jo Leute, MTX RGU mal wieder hier, nach langer, langer Zeit, ist auch schon wieder 3, 4 Monate her, das letzte Video. Es hat sich alles immer noch ein bisschen verzögert, ich habe immer noch keinen PC zurück und ich weiß nicht, ob ich jetzt in den nächsten Wochen endlich meinen PC kriege, müsste ich eigentlich kriegen. Ich will euch trotzdem mal kurz das Update geben, mit einem World War 2, also dem neuen COD, einen richtig krassen XP-Glitch, wo man sich innerhalb eines Tages von Level 0 auf Master Prestige leveln kann. Was ihr macht in Zombies, ihr macht bei Final Reich das Easter Egg bis zu dem Step, an dem ihr den Turm verteidigt habt und dann einmal das Luftschiff mit der Überschneide runtergeschossen habt, müsst ihr nur einmal machen. Und dann macht ihr noch das Schwert. Wenn ihr das nicht wisst, wie das geht, gibt es hunderte Tutorials auf YouTube. Und wenn ihr das Schwert unten nehmt, dann könnt ihr Viereck dauernd immer wieder spammen, also zweimal in der Sekunde ungefähr Viereck drücken. Dann nehmt ihr das immer wieder auf und für jedes Mal aufnehmen kriegt ihr ungefähr 500 XP, sowas in die Richtung. Das heißt, ihr levelt euch innerhalb von 15 Minuten maximal ein komplettes Prestige. Ja, und das gilt nicht nur für euch, sondern für die ganzen vier Spieler, die bei euch in der Lobby sind. Und wenn ihr dann Level 45 seid, müsst ihr das Spiel einmal beenden. Müsst Prestige glücken, fangt wieder von neu an, macht das Easter Egg wieder bis zu dem Step, wo ihr den Turm verteidigt habt. Und dann macht ihr wieder das Schwert und fangt wieder von neu an. Ja, das macht ihr 10 Mal, dann seid ihr Master Prestige. So, nochmal kurz für die englischen Was Leute, für die eigentlich English das neue Guys. Outfit unter Helm ist. Ja, das ist der Master Prestige Glitch. What you do is you make the Easter Egg until the step to defend the tower. And then you wanna make the sword with the Brenner Head and yeah, with the numbers, Schon. and if you have the Das ist sword gut. then you can spam the square button, and if you spam the square button on the sword then you will get every time if you press the square button the XP. So this is a really really awesome glitch, and you can get Master Prestige in like 6 or 7 hours. Yeah, that's all I want to show you guys. It's really cool, Mann, Junge, really das muss ich helpful, sehen. and yeah, I'm out. And also, what I forgot to say, there is a new Was wollen Sie? PlayStation 3 jailbreak without using a 3 Flasher. And check it out. Some people made Ich will videos. das I nicht hope I spielen. can make a video in a few weeks too. Okay, bye.